Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die uns aus dem Hospitality-Bereich der Fly Alarm Arena zugeschaltet sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Drittliga-Heimspiel gegen den TSV 1860 München. Wir hatten heute genau 10.006 Zuschauer am Dallenberg, damit war die Fly Alarm Arena erstmals in dieser Saison ausverkauft. Und ich darf zu meiner linken Gästechef-Trainer Daniel Jirovka begrüßen und zu meiner rechten, wie immer, unseren Cheftrainer Michael Schiele. Dem Gast gebührt das erste Wort. Daniel, Ihr Fazit zu den 90 Minuten hier am Dallenberg. Ja, erstmal Gratulation zum Sieg. Das kann man, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Die ersten 25 Minuten waren für mich entscheidend, wenn wir da einfach auch körperlich und mental nicht auf dem Platz waren. Deswegen geht der Sieg auch total in Ordnung von Würzburg, weil sie uns da einfach auch den Schneid abgekauft haben, wir es zugelassen haben und dann auch zweimal halt einmal im 16er halt sehr schlecht verteidigt haben. Oder das 1-0 fällt, einmal im Umschaltmoment nicht aufpassen, wo sich dann der Stürmer von Würzburg durchsetzen kann zum 2-0. Dann haben wir noch alles probiert, haben den Anschluss geschafft, aber ja, ich glaube im Großen und Ganzen war es dann wirklich auch verdient, dass Würzburg gewonnen hat. Einfach weil sie einfach in den ersten 25 Minuten mehr Leidenschaft, mehr Präsenz hatten auf dem Platz und wir heute nicht das gezeigt haben und nicht das Gesicht gezeigt haben in den letzten Wochen. Danke.